Und dann haben wir ein paar Aufseher. So. Na, welche Taste sind die Gäste? Die Taste Nummer 6. Der Park scheint aber auch ziemlich voll zu sein, muss man mal sagen. Achso, wie sieht es eigentlich hier drin aus mit Erbrochenen? Oder mit Bänken? Ja gut, das geht. So, was gab's jetzt neu? Twister. Der kriegt mal noch die normale Station, weil das ja noch so ein bisschen... im Dings hier ist. Drei Mark. Zack. Dann kommen auch schon die ersten Leute an. Und hier haben wir ein Blumenbeet. So, damit es nach was aussieht und dann, ja, gucken wir mal, ne, passend zum Twister eine Sonnenuhr hin. Damit die Leute sich so ein bisschen hier zusammenreißen und hier nicht reingreifen. Ein Zaun drum. So. Ja, lohnt sich da jetzt da schon eine Werbekampagne nochmal zu machen? Nee. Könnte auf jeden Fall noch eine aufregende Attraktion. Oh, hier hinten hängen die jetzt fest. Was ist denn da los? Bestimmt irgendwie nach einem Defekt oder sowas. Das ist natürlich dumm. Müssen wir es mal schnell mit Schließen und Neueröffnen lösen. Aufhängende Attraktion am 14. Oktober. Bin ich mal gespannt, was das sein wird. Ja, ich glaube, diese Blumenbeete hier, das war jetzt nicht die beste Idee, weil die ja anscheinend immer irgendwie austrocknen. Gieß das doch mal. Achso, ich habe einen Rasenmäher erwischt. Ja, machen wir einfach einen neuen. So. So sieht der Park aktuell von ganz oben aus. Wir haben auch noch ganz schön Fläche zum Bebauen. Aber ob wir die jetzt nutzen, ist jetzt schon gleich das zweite Jahr vorbei. Dann geht es ins dritte Jahr, das ist ja dann der Endspurt. Und es fehlen noch knapp 200 Besucher. Und wenn wir jetzt dann die Parkwerte auch nochmal hochkriegen, dann wäre das schön. Aber ich sag mal so, es ist kein Muss unbedingt. Top-Spin-Defekt. Naja, gut.
Aber eigentlich stimmt das. Dieser Park braucht eigentlich nochmal eine große Achterbahn. So richtig schöne, umfangreiche Holzachterbahn. Eine Wasserrutsche kommt. Oh, das ist das, was wir jetzt aus Buggründen nicht bauen können. Ich habe eine Idee für die Holzachterbahn. Geld haben wir ja genug, das müsste eigentlich reichen. Bloß dieses ganze Pflanzen abreißen könnte jetzt ein bisschen nervig werden beim Bau. Aber da müssen wir jetzt einfach durch. Na gut, da kann man drüber weg. Kann man den Löffel bis dahinter bauen? Nicht ganz. Achso, das Ding hat ja wieder keinen Helix abwärts gehabt. Ja, oh. Wir machen das mal anders. Zack, hier kommt jetzt der Drop. Oh, die hat das Wasserbecken. Yeah, bauen wir das so. Ich weiß, das ist wahrscheinlich wieder zu hoch hier. Der Lift Hill, oder? Nee, komm, bitte steil. Das ist die Höhe 23. Das müsste da eigentlich schaffen, Höhe 18. Nächste Höhe wäre dann 23 gewesen, ne? 24, ja genau, nee, dann... Wasserrutsche haben wir jetzt verfügbar. Und wieder schön abwärts. Das Komische ist, dass jetzt... Ach, warte mal. Habe mich schon gewundert, warum ich dann auf Höhe 3 rauskomme. Was war jetzt Bewegungssimulator-Defekt? Achso, ich muss wieder speichern. Ob der nochmal eine Höhe 19 schafft? Ausprobieren, vielleicht haben wir ja Glück. Das ist natürlich nicht das Ende, aber wie gesagt, ich würde das erstmal wissen, ob der die Kurve überhaupt schafft jetzt, also dort hoch. So, Test, ob der da rumkommt. Besucherzahl wieder auf einem Niveau, das mir nicht gefallen will. Das heißt, wir legen da gleich nochmal mit der Werbekampagne nach. Twister. Gratis. Was gab's jetzt? Na komm, machen wir gratis Pizza. Obwohl, machen wir gratis Tentakel. Und dann Werbekampagne für... Oh, nochmal für Rooftop eine Werbekampagne raus. Fahren Sie jetzt mit Rooftop. Hat sich das ganze Geld gekostet, was dann vielleicht für den Bau der Achterbahn fehlt, aber...
Oh, der kommt da drüber. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt muss aber natürlich hier... In welche Richtung komme ich denn jetzt hier besser rum? In beide. Ob er das nochmal schafft? Wir machen lieber mal eins niedriger. Das wird eine reine Hoch- und Runterbahn. Oh, wenn dieser Versatz beim Rechtsklick nicht immer wäre. Aber jetzt kommt, glaube ich, gleich der Punkt, wo wir einen neuen Kredit aufnehmen müssen, weil wir einfach kein Geld mehr haben. Maus im Hausdefekt. Fehlfunktion des Fahrzeugs. Dann baue ich vielleicht hier schon die Rückkurve ein. Na gut, dann nehmen wir halt mal wieder Schulden auf. Weiß jetzt nicht, wie viel ich brauche. Nur gleich mal 10.000. Muss ich mal die Stützen unsichtbar machen, sonst sehe ich nicht, wo ich hier baue. Highlight der Bahn wird dann halt am Ende das Wasserbecken. Und ich hoffe mal, dass die Bahn nicht zu extrem wird von den Werten her. Die Nase juckt, was ist denn da los?